Hallo zusammen. Ich möchte euch heute ein bisschen was über schlanke OCI-Container reden und erzählen. Und was sind eigentlich diese OCI-Container? Kurz als Vorwarnung, wie in der Ankündigung gesagt, wenn ihr den ganzen Tag eure Kubernetes-Cluster baut und euch mit eurer Hyperskalieren und ihr habt eure ganzen Pipelines im Griff, werdet ihr nichts Neues erfahren. Wir gucken uns hier mal so ein bisschen die Basics an, die hinter so einem lustigen Container leben. Erstmal kurz zu mir. Habe irgendwann mal Mathe studiert, habe irgendwie so eine kleine Vorliebe für graphtheoretische Probleme. Manchmal entwickle ich Software, aber was ich viel öfter mache, ist, ich deploye, integriere Zeug, was irgendwie andere Leute gebaut haben und was die dann so gebaut haben. Alle machen mit Best Effort, ich mache Fehler, alle machen Fehler und es gibt so ein paar Dinge, wo ich sage, ach, da bin ich jetzt so oft drüber gestolpert, vielleicht können wir das ja in Zukunft mal ein bisschen eleganter lösen. Kurz die Agenda. Wo spielen wir heute durch? Was ist eigentlich so ein OCI-Container? Und danach spielen wir einmal durch. Was ist eigentlich dieses komische Docker-File? Wann ist und mein Image fertig? Und wie sieht das mit den Updates aus? Dann werde ich noch einen kleinen Ausblick geben, so was kann man eigentlich alles Cooles mit Build-Pipelines machen? Und auch wenn es nur einen inhaltlich kurzen Zeitpunkt einnimmt, aber weil es so wichtig ist, Leute, man kann das in der Pipeline scannen. Über die Vulnerability-Scanner reden wir am Ende noch mal kurz. Auf geht's. OCI-Container sagt wahrscheinlich keinem was. Unter dem Begriff Open Container Initiative gehört zur Linux Foundation. Dahinter sind tatsächlich diese ganzen Namen Docker, Portman, Containerd, also der ist von Kubernetes, ganz viele andere, ganz viele Unternehmen, bla bla bla. Wo ist das relevant an der Stelle? Naja, das Problem war, okay, die Idee mit so, hey, wir packen Dinge in Container und betreiben die, ist cool. Aber wenn jetzt alles ein bisschen anders machen, ist nichts kompatibel. Deshalb, OCI ist eine wunderbar schöne Standardisierung. Sie haben jetzt erst vor 2 Wochen eine neue Iteration rausgebracht, wo im Open Container Standard zum Beispiel so etwas beigebracht wurde wie, man kann als Artefakte nicht nur Images, zu denen kommen wir gleich, ganz viel nehmen, sondern plötzlich kann man auch andere Datentypen nehmen, man kann Dinge verlinken und andere Attributionen dran schreiben. Ziemlich cool, aber ansonsten ist es eigentlich ein relativ gesetztes Format, da passiert nicht mehr so viel momentan. Immer noch genug spannendes Zeug. Aber wir gucken uns jetzt mal, die Docker-Doku finde ich immer noch toll für solche Sachen. Auch wenn Docker mittlerweile ein bisschen von Portman bzw. Containerd verdrängt wurde aus diversen Gründen. Architekturdinge, die man damals so gemacht hat und damals war das das Beste, was man hatte und mittlerweile hat man daraus ein bisschen gelernt und macht anderen Aufbau. Was aber geblieben ist, was ist eigentlich so ein Container? So ein Container besteht im Kern, da gehen wir gleich ganz doll drauf ein. Oh, nicht die Lichtleiste kaputt treten. Wir haben ganz viele, irgendwie unsere Image, das irgendwie aus Layern besteht. Und das Ganze teilt sich irgendwie den Kernel, der teilt sich aber irgendwie vom restlichen System und wir ignorieren ihn komplett, weil der ist da, läuft schon. Und dann, irgendwas macht dieser Container, ist ja jetzt nicht nur so ein statischer Blob, sondern der tut ja auch irgendwas und da haben wir hier diesen wunderbar schönen interaktiven Layer, das ist so, hey, das ist, wo meine eigentliche Arbeit drin passiert. Also meine, keine Ahnung, ich habe da vielleicht eine kleine Applikation drin, die mir eine REST-API anbietet und wenn ich sage, hey, was ist das Fünffache vom 25, dann gibt sie mir dann halt irgendwelche lustigen Zahlen zurück. So, und das Spannende, was für uns jetzt im weiteren Verlauf ist, dieses Schöne, was da als Image Layers läuft. Grundidee ist, so ein Image, das ist so unsere Hauptzutat für unsere ganzen Container. Irgendwo gibt es ein Base-Image, das ist leer. Und dann fügt die nächste Person oder nächste Iterationsschritt ein Layer dazu. Beispielsweise werden Dateien hinzugefügt. Das ist so die Standard-Use-Case. Es gibt noch ein paar andere Sachen, die man in so einem Layer machen kann, wie man kann Label dran schreiben, man kann Umgebungsvariablen an das Ding dranhängen und. Aber das Standard-Use-Case ist tatsächlich, hey, wir packen Dateien hin. Oder auch, wir blenden Dateien aus. Weil das am Endeffekt eine Geschichte des Betriebssystems, wird einmount über das nächste, über das nächste, über das nächste. So weit, so schick, so alles bequem. Und das hat natürlich diesen tollen Vorteil, hey, ich entwickle etwas, ja, ich muss nicht immer vom Urschleim anfangen, sondern, keine Ahnung, ich brauche ein Nginx, cool, hier, nimm mal bitte ein Nginx-Image, da haben irgendwelche Leute vor mir schon was gebaut und dann packe ich übrigens, ich will folgende Nginx-Config haben, lade die rein, ach, und folgende Umgebungsparameter setzt du bitte noch, okay, cool, mache ich. Und zack, zack, 2 Ebenen mehr in meinem Image und dann habe ich ein
plötzlich ein Image und das kann ich dann wieder in irgendeine Container-Engine reinwerfen, zum Beispiel Docker, Portman, was auch immer. Und dann bekommt das ganze Leben und Arbeitsspeicher, CPU, bla bla. Cool. Und ja, wo kommt dieses komische Layer her? Dockerfile. Haben wahrscheinlich fast alle schon mal gesehen. Ist für, glaube ich, kaum wen was Neues. Ich habe jetzt mal genau das Demo-Beispiel auch wieder aus dem Docker-Doku mir rausgepickt, weil es einfach ein paar schöne Sachen nimmt. Es gibt dieses eine Schlüsselwort immer drin, Form. Das ist, von welchem Image fange ich an? Es kann auch ein Empty-Image sein. Alles cool. Ich setze ein Label rein. Standardmäßig ist meistens alles drin. Muss ich mich gar nicht selber drum kümmern. Copy. Das ist der Punkt, wo jetzt irgendwo mal Dateien reinwandern. In dem Fall von meinem ausführenden Verzeichnis, also wo auch immer dieses Docker-Bild gerade passiert und sein Bildverzeichnis hat, da liegen irgendwelche Dateien drin und schmeißt die mir mal bitte nach App. Ah, okay, dann bauen wir anscheinend. Also ist da scheinbar, gehen wir mal von aus, dass da irgendwie ein Make-File mit dabei war. Cool, dann bauen wir. Ja gut, und jetzt haben wir gebaut. Und die ganzen Cache-Daten brauchen wir jetzt unbedingt nicht. Ja, dann löschen wir sie nochmal. Und dann zum Ende. Ja, was passiert denn, wenn jetzt wer den Container startet? Hat das irgendwie einen Standardbefehl? Ja, hat's. Das soll mit Python bitte meine gebaute App machen. Man kann es sich auch. Und da kommen wir auch schon gleich auf unsere Stolperfallen. Nämlich, hier sind ein paar Dinge an diesem Beispiel. Deshalb mag ich das ganz gerne. Ein paar Dinge sind echt schön und ein paar Dinge könnte man besser machen. Aber gehen wir mal positiv ran. Was? Gucken wir alle kurz drauf. Was fällt uns auf? Ja, okay, irgendwie wird hier an einem Layer irgendwas angelegt und im anderen Layer gelöscht. Wir hatten ja gerade gesehen, so, die werden bauen aufeinander auf. Was passiert denn dann? Ja, genau. Dann haben wir natürlich plötzlich da zwei Layer. Und natürlich, wenn ich hier bin, kann, was da irgendwie in diesem Cache-Ordner war, kann ich aus dieser Betriebsebene nicht mehr aufrufen, wenn ich dann, also wenn meine Applikation kommt nicht mehr an diese Daten, weil die sind ja gelöscht. Aber irgendwie sind sie trotzdem noch im Image drin. Unpraktisch. Aber man könnte es viel, viel schlimmer machen. Was könnten wir alles noch schlimmer machen, was wir irgendwie alle leider doch zu häufig gesehen haben? Man kann Umgebungsvariablen setzen. Ist erstmal per se nichts Schlimmes. Kritisch wird es aber, wenn diese Umgebungsvariablen zum Beispiel Daten enthalten, die eigentlich nicht so ein Image sind. Wir erinnern uns, so ein Image ist eigentlich so ein statischer Blob. Und den fügen wir dann irgendwann zur Laufzeit, Arbeitsspeicher und Umgebungsparameter dazu. Und natürlich können wir die auch irgendwie alle mit in das Image reinpacken, aber dann wird es schnell mit der Universität schwierig. Wo es noch mehr weh tut, ist, eventuell schreibe ich es nicht als env-Umgebungsvariable, sondern als arg. Das heißt am Ende nur mit, ich gebe das zur Bauzeit rein. Ja, aber was sind für Daten, die ich in so ein Image zur Bauzeit reingebe, so als String codiert? Erstaunlich häufig habe ich da irgendwelche Konfigurationen gefunden, die man eigentlich nicht im Image haben möchte, weil vielleicht will das nochmal auf eine andere Stage oder vielleicht will man es ja auch mit der Welt teilen und oder vielleicht teilt man es auch mal unbeabsichtigt mit der Welt. Und da hat man diese ganzen Baustellen, die man, ja, will man da nicht sehen. Und One Hardcoded String, damit meinte ich so dieses Problem. Ja, es werden auch gerne Credentials Dinge mit in Images reingepackt. Es gibt so Dinge, wo man sagt, so, okay, kann man drüber reden, wie, hey, übrigens, wenn du in diesem Image, wenn du ein Container bist, der auf diesem Image basiert, du willst übrigens folgender CA vertrauen, weil, keine Ahnung, da kommt, das ist deine interne Quelle, dann willst du das vielleicht drin haben und nicht das zur Laufzeit, gerade wenn das irgendwelche Konfigurationsänderungen macht. Aber in den meisten Fällen möchtest du das eigentlich nicht drin haben. Es sind so ein paar Baustellen, so alles zu oft gesehen. Bitte nicht machen. Was könnten wir hier schöner machen? Gehen wir mal durch. Wir könnten zum Beispiel, wo wir unsere Make-App haben und danach den Cache löschen, wir müssen das nicht in zwei Layer reinpacken. Das kann in einem Layer passieren. Das ist ein Schritt und dann landen die Daten gar nicht aus meinem Image und machen sie nebenbei auch nicht gar nicht dicker. Weil, da ist ja das Problem, jedes Mal, wenn ich anfange und auf mein das Ding ausführe, muss ich jedes Mal, auch wenn es relativ schnell geht, ich muss jedes Mal durch alle Layer durchgreifen. Ich kann als Containerbetriebssystem. In diesem Demo-Beispiel, wir hatten keinen User deklariert. Je nachdem jetzt unter welcher Container-Engine wir unterwegs sind, bei Docker ist das standardmäßig root. Ich weiß nicht, ob, ja, man könnte natürlich sagen, es ist alles im Container drin, aber eigentlich möchte man doch den User ein bisschen gerne etwas enger fassen.
Die andere Frage ist dann so, wie ziehe ich eigentlich meine Credentials in diesen ganzen Spaß hinein? Und da gibt es nun ein paar Dinge, kann man gut zur Laufzeit reinwerfen, aber was, wie gehe ich zum Beispiel um, wenn ich so ein Vault habe? Der Trick ist tatsächlich da, man mountet das Zeug. Man mountet es als Typ Secret, dann kann man das zur Laufzeit wunderbar schon reinhängen. Und da man einfach an dem Beispiel so, wie macht man es nicht viel schneller lernt, OWASP kennt ihr wahrscheinlich, sind ganz gut hinterher, so ein bisschen mehr Sicherheitspraxis in Dinge reinzukriegen, haben ein wunderbar schönes Projekt, OWASP Wong Secrets, findet ihr wunderbar schön, gefunden. Und da haben sie einfach mal, hat einfach mal wer einen Docker-File geschrieben und entsprechende Image gebaut, aus dem man einen Container machen kann. Und da macht man einfach mal so alles falsch, was man mit so Secrets da falsch machen kann. Ja, warum nervt ihr hier vorne die ganze Zeit wegen Secrets? Ja, weil die meisten Applikationen ja im Endeffekt, ja, ihr habt die coole Berechnung, wie ihr besonders elegant eure Fibonacci-Zahlen rechnet. Ihr habt eure tolle Web-Applikation, weiß der Geier. Ja, aber im Endeffekt läuft das irgendwo und irgendwo haben Leute damit Interaktion. Und die wenigsten Anwendungen sind rein so, hey, ich bekomme einen Daten und ich gebe sie raus. In den meisten Fällen, ich habe eine Datenbank im Hintergrund, ich verschlüssel meine Kommunikation vielleicht, auch wenn ich das vielleicht an Nginx auslagern kann. Aber dann haben wir so eine Späße wie, ja, vielleicht nutze ich ja selber in meiner Applikation irgendwelche APIs, für die ich mich selber wieder authentifizieren muss. Das will ich, sind alles Informationen, die will ich eigentlich nicht im Image haben und die will ich auch nicht raus haben. Und last not least, wenn ich jedes Layer mache, ich füge hier eine große Datei hinzu, ich lösche sie wieder und das Ganze packe ich als mein Image und schiebe es raus. Das ist cool, das läuft auf meinem Entwicklungslaptop, der ist schnell, der kann das, alles cool. Was passiert aber jetzt, wenn ich das zum Beispiel in so einem Kubernetes zum Beispiel laufen habe und dann bekommt mein Load Balancer mit, oh, wir haben unsere CPU-Auslastung geht hoch und oh, wir kriegen gerade richtig Traffic rein. Machen wir schnell noch ein paar Pots mehr hoch. Ja, dann zieht er sich seine Images und will daraus Container bauen. Und je nachdem, wie ich meine Caching-Struktur gebaut habe und ich habe meine Images zu dick gebaut, dann laden die einfach langsamer und dann braucht das auch einfach insgesamt länger, bis die da sind und das kostet mich in der Skalierung. Das ist jetzt bei 2.3, tut das noch nicht so weh. Wenn ich aber plötzlich irgendwie in der Situation bin, eben waren es hier noch so 5 Mal, dass da aus meinem Image irgendwie ein Container gebaut wird und jetzt sollen das plötzlich 50 werden, ja, dann ist es, das tut noch nicht so weh, machen wir noch eine Null dran, dann tut es langsam weh, wenn wir da zu dicke Images haben. Und damit haben wir nämlich auch gleich den nächsten Punkt. In diesem Image wird gebaut und dann das gleiche Ding geshippt und deployed, vermutlich. Weil der CMD-Befehl war relativ eindeutig in die Richtung. Die Frage ist jetzt aber, meine Entwicklungsumgebung, die brauche ich doch gar nicht komplett da, wo ich deploye. Und es gibt eine schöne Standardlösung, die nennt sich Multistage-Build. Machen wir auch gleich noch ein bisschen hands-on. Und was ist die ganze Idee dahinter? Ich brauche meine ganzen Entwicklungstools, meinen ganzen Compiler. Den brauche ich nicht da, wo das Ding am Ende läuft. Da brauche ich nur mein fertiges Binary, seine paar Artefakte, vielleicht noch die Datenbankanbindung, aber ich brauche meinen Quellcode doch nicht am Ende da oben deployed. Also außer aus meiner Webseite dann vielleicht. Aber selbst da wird ja ganz viel mit anderen Frameworks rumgearbeitet. Und deshalb gucken wir uns doch einfach mal an, was das jetzt in der Praxis ist. Genau, was haben wir hier gemacht? Ich spiele jetzt hier mal gerade ein bisschen mit Portman, weil da gehen ein paar Dinge schön. Und weil ich natürlich total vergesslich bin, gebe ich mal kurz meinen Spicker aus. Wenn ihr hier alles wisst da, und das gesehen habt und sagt so, ja, okay, ist nicht weiter spannend für euch, cool, könnt ihr jetzt abschalten. Ansonsten ist da auch nicht viel Magie dahinter. Vielleicht erzähle ich noch ganz kurz, was sich da eigentlich hinter diesen Images passiert. Es gibt einmal dieses Do-Nothing-Image, was... Ja, das führt halt irgendwie einfach nur dieses wunderbar schöne Do-Nothing-Skript aus. Ich habe zum Beispiel in dem Fall als Base-Image Ubuntu genommen, weil ganz viele Dinge da drin sind. Unter anderem, es ist komplett ein Overkill für meinen Use-Case, aber skaliert nicht gut. Wir wollen ja Dinge machen, die man besser machen könnte. Also genau, das gibt einfach nur unsere Umgebungswappen aus. Random Junk ist dann schon etwas spannender. Wir fangen wieder bei dem Ubuntu-Image an. Okay, das Ubuntu-Image, das standardmäßig ist tatsächlich auch gar nicht so gruselig, also alles gut. Dann habe ich da irgendwie mal so eine Datei einfach zufallsgeneriert, just random. Ja, der kopiert die rein, löscht die, kopiert die, löscht die, kopiert die, löscht die. Ja, ihr seht das Muster
und am Endeffekt, damit ich auch irgendeine Payload drin habe, damit das auch irgendwas zu tun hat. Kopiert er dann und macht er den gleichen Spaß nochmal mit dem Copy, mit dem eigentlichen Tunix-Skript und ja, danach führt das bitte einmal aus. Also wir sehen, hier machen wir ganz, ganz viel, eigentlich nichts. Problem ist bloß, wenn wir uns, dann muss ich mal kurz gucken, ob ich sie jetzt alle schon gebaut habe. Genau. Sehr gut, ich habe ein nicht getaggtes gebaut, aber dann bauen wir doch einfach mal den Random Junk. Random Junk. Genau. Bauen wir einmal das Random Junk. Und wir können jetzt bereits im Bauprozess sehen, wir legen jedes Mal einen Cache an, der wird auch jedes Mal auf einen Layer gemappt und haben dann den ganzen Spaß durch. Und wenn wir uns jetzt angucken, was ist jetzt eigentlich in diesem ganzen Image, wo jetzt so richtig viel Output gekommen ist, den zugegebenermaßen lauter komische Nummern kurz, kann so kein Mensch verstehen, oder vielleicht ein paar schon, aber schwierig. Man, Div, was war's? Random Junk. Ja, okay. Das coole Tool, Random Div, Portman Div sagt mir gleich einmal so, Docker hat sowas auch in die anderen. Es gibt ja ganz viele, die entsprechendes Tooling haben. Ich nehme jetzt gerade nochmal Portman, weil, ja, irgendwie muss man nehmen. Am Endeffekt wird nur diese eine Datei Do Nothing hinzugefügt. Aber wenn ich jetzt auf das Image, ach ja, ich kann natürlich noch ausführen. Ich will mal gerade nicht meinen Do Nothing, sondern mein Random Junk. Genau, wenn wir gucken, der tut nicht viel. Gucken wir hier. Wir haben jetzt gerade noch den, haben den gerade gestartet. Alles cool, der tut nichts. Alles so wie erwartet. So. Ah, sehr cool, habe ich den kennen will ich natürlich jetzt gerade noch nicht, weil tut mir jetzt auch nicht weh. Also gehe ich nochmal kurz mal Spicker aus. Spicker. Genau. Das Problem ist natürlich jetzt, wir haben den da laufen, der tut jetzt nicht viel, aber wenn wir jetzt uns angucken, was er da eigentlich tut, dann haben wir den. Und da sehen wir jetzt irgendwie auch schon mehr von unserem ganzen Spaß, den wir da getan haben. Wir haben dieses ganze schöne Image. So, hier sind wir, hier fangen wir an. Das hat irgendwo eine ID und das fängt irgendwo an. Hat ein paar lustige Umgebungsvariablen, die hat es auch aus dem Ubuntu-Images, es hat ein paar lustige Labels, hat irgendwie Architektur, Version, bla, alles so Standard. Und dann haben wir unser Dateisystem. Und da ist jeder dieser Schöne ist einer dieser Lame-Dateisystem. Und das kostet mich einfach mal jedes Mal, wenn ich da gucke, ist da ein Pfad da, muss ich jedes Mal durch alle Layer durchspringen. Und dann haben wir entsprechend hier die ganzen Label und da gucken wir nochmal kurz in die History an, was ist da eigentlich passiert. Da steht, es gibt das schöne Ding created by und dann gucken wir da durch und stellen fest, ja, hier passiert sehr viel genau das, wo eigentlich nichts passiert. Und könnte man das nicht irgendwie auch mal eleganter lösen? Ja klar, wir können jetzt sehr schön. History ist gut. Eben haben wir es einfach so gebaut, haben nur das Portman-Bild getaggt und haben gesagt, welchen Ort. Und jetzt nehmen wir Squash. Sehen wir mal kurz den Vergleich. Wir sehen schon, unser Bildprozess ist mal deutlich übersichtlicher. Wir kriegen nicht halb so viel Output. Warum? Wir bauen ganz, ganz, ganz viele Layer gar nicht erst auf. Also wir nehmen die und das passiert alles in einem Layer. Das Coole ist, mein Dockerfile muss ich dafür überhaupt nicht anfassen. Und ich möchte ja nicht jedes Mal, wenn ich irgendwie Software von wem bekomme und daraus mal schnell ein Image baue, und das sind vielleicht Dinge nicht ganz optimal gelaufen, oder man könnte sie schöner machen, und ich will nicht jedes Mal jedes Dockerfile umschreiben, weil, ist der Fehler jetzt bei mir entstanden, weil ich irgendwie zu dumm war, das Dockerfile umzuschreiben, habe ich mich vertippt? Nee, einfach Squash und bitte einmal alles flach machen. Das tut am Ende genau das, was man erwartet. Es drückt einmal die ganzen Layer in einen Layer zusammen. Und hat natürlich jetzt auch, wenn ich das Ding dann deploye, diesen wunderbar schönen netten Reiz, es muss deutlich weniger tief durchgreifen. Und wenn wir nämlich jetzt mal den Inspect Random Junk gehen, passiert jetzt zwar eine ganze Menge, aber wir haben jetzt immer diese nette Information, ach übrigens, das ist ein Empty Layer, also da ist nichts passiert. Cool. Werden wir
Damit haben wir eigentlich schon mal eine ganze Menge durch. Ja, dann können wir den gleichen Spaß nochmal im Multistage bauen. Im Wesentlichen hier mit meinem, ich füge random Dateien hinzu, ich lösche sie wieder, füge sie hinzu, lösche sie wieder. Ist im Endeffekt das Ding, was so ziemlich jeder Bildprozess macht. Da fallen irgendwelche Object-Dateien an, die werden dann später gelinkt und am Ende fällt da vielleicht irgendwie ein fertiges Binary, eine Lib oder was auch immer bei raus und vielleicht auch mehrere und dabei fällt ganz viel Zeug nebenbei raus oder ich nehme Pandoc und habe ein LaTeX-Dokument, da fallen ganz, ganz viele lustige Dateien bei raus, die ich am Ende gar nicht haben will. Aber irgendwie fallen sie halt mit raus. Und die müssen ja irgendwie weg und genau. Und angenommen, jetzt habe ich das alles durch und sage dann, okay, cool, dann nehme ich hier mein eines als Base-Image. Ich habe jetzt beide mal Ubuntu genommen, weil das einfach total nichts tut. Habe dann irgendwie aus meiner Entwicklungsumgebung, also diese Datei hier, kopiere ich mir dann hier einmal mein Image und hier ist dann der nächste Punkt so, ich kann es ja durchaus mit mehreren Bild-Images bauen, ziehe es mir dann einmal raus und sag so, ach ja, von diesem Image, was wir hier oben als Base gelabelt haben, kopiere mir mal bitte die Datei Do Nothing und leg sie mir mal bitte da ab und dann genau, ja, sehr gut, dann führen wir bitte einmal genau diesen Spaß aus. So, gucken wir mal, ob wir das jetzt auch gebaut kriegen. Spicker, den Multistage, genau, unseren wunderbar ungeschickten Multistage-Bild. Ach ja, eine Alternative wäre, dass man das auch noch mit Tree durchgeht. Wir können ihn ja erstmal bauen lassen im Hintergrund. Wir sehen, er baut jedes Mal super fett. Und das ist das Problem, wenn ihr jetzt selber das Dockerfile schreibt. Ihr wisst nicht, mit welchen Parametern Leute euch später aufrufen. Aber auf diese Art und Weise könnt ihr dann sicherstellen, dass wenn man jetzt nochmal es anschaut, dass es wieder wunderbar sehr viel nichts passiert. Also genau das, was ihr wollt. Ihr könnt natürlich auch nochmal mit Tree drauf gucken. Also hoppala. Ah, Image vergessen. Dann gehen wir das Spiel noch einmal so rum durch. Hoppala. Gehen wir einfach mal so rum rein. Also ja, wir gehen jetzt einfach nur mal kurz durch den ganzen Befehl durch. Das ist nämlich nochmal ein Tick, wie von der Visualität finde ich sogar netter. Wir haben irgendwie da haben wir jetzt nichts gesquashed und gar nichts. Wir können es auch nochmal gleich mit Squash machen, dann sehen wir, wir kriegen da jetzt nämlich das Layer noch weg. Und haben dann das ganze, und da haben aber dann unseren ganzen Spaß, den wir danach gemacht haben, einfach nur in einem Layer rübergezogen. Cool. Ist jetzt so gesehen auch nicht so. Also alles kein Hexenwerk, alles steht alles in der Doku. Wenn man dann aber die Repositories sich anguckt, die einem so in the wild über den Weg laufen, dachte ich, es tut mir nicht weh, das auch noch mal gesehen zu haben. Und natürlich können wir auch dieses wunderbar schöne noch auch mit beliebigen vielen bauen, man kann aus mehreren bauen, können wir jetzt durchspielen, aber ich glaube, das Konzept habt ihr verstanden. Zieht euch die Dinger zusammen, setzt sie rein. Okay, anscheinend keine Zeit. Und damit ist die Frage so, okay, jetzt haben wir da irgendwie unser lustiges Dockerfile gebaut und haben jetzt das teilweise noch gesquashed. Und was sind jetzt unsere Gewinne, die wir haben? Unsere paar Ressourcen, die wir haben, wenn wir so ein Ding betreiben. Es spart uns CPU. Ja, jedes Mal ist es nicht die Welt, aber in der Summe kommt ein bisschen was zusammen. Wir sparen uns CPU, weil du musst nicht einmal durch alle... Ich glaube, ich bin gerade gestorben, oder? Ne, gut. Wir sparen uns einmal den CPU, wir sparen uns die Lookups durch den Speicher. Unser ganzes Image wird schmaler. Wenn wir irgendwo eine Container Registry haben, müssen wir die ja irgendwie auch hinpacken. Alles. Und Startup Time. Und das ist die Ressource, die uns in der Praxis, da ist es meistens, warum starten meine Images so langsam? Da kann ganz, ganz viele Dinge sein. Man kann vielleicht irgendwelche komischen Initialisierungen zur Startup-Zeit machen, die man vielleicht schon vorher in irgendeiner Build-Stage-Kette gemacht haben können und das dann einfach so als fertiges Artefakt nehmen. Aber die Tatsache, dass man ein sehr, sehr, sehr dickes Image hat, was einfach sehr lange braucht von der einen, da wo ich meine Images gelagert habe, zu da, wo ich sie betreibe. Und dieser Transfer braucht lange oder zu lange, ist ein Problem. Und das kriegen wir so alles nebenbei raus.
Und natürlich spart es nebenbei auch noch ein bisschen Arbeitsspeicher. Was haben wir nicht gelöst? Wie sieht denn das mit den Updates aus? Ich habe da basiert auf einem Ubuntu 15 noch was. Wir sind momentan, glaube ich, bei 22 noch was. Ja, wie kriegen wir jetzt damit, wie kriegen wir das eigentlich mit den Updates rein? Traurige Info ist, nee, unser Dockerfile alleine wird uns hier nicht retten. Denn da kommen wir jetzt ein bisschen in die Ecke der Automatisierung davon. Ist da wirklich nur das drin, was reingehört? Viel zu häufig findet man in irgendeinem Docker-Image Daten, die eigentlich nicht, in diesem OCI-Container-Image findet man dann Daten, die da eigentlich nichts drin verloren haben. Warum? Ja, weil da wurde einmal Copy, Sternchen und einmal rein in das Ding. Ja, man hat alle relevanten Daten drin, aber gerne auch mal Dinge, die man nicht braucht. Mein Jackpot war, als ich meine persönliche History von wem gefunden habe in so einem Image. Ja, passiert immer keinem, außer wenn es dann doch mal passiert ist. Ein Docker-Knurr-File zu pflegen, ist mal ganz freundlich. Lifecycle-Management, ja, ist schmerzhaft, ist nervig, ist nicht bequem, geht nicht schnell, aber ist ein Problem. Ja, und dann noch so die beiden Dinge, die am häufigsten über die Füße rennen, Caches und Pipeline. Zu den beiden kommen wir nämlich jetzt auch nochmal ein bisschen. Caches. Wir haben zwei Fälle von Caches. Zunächst einmal den Art von Cache. Cool, ihr habt jetzt alles in eurer Pipeline. Sagen wir, nennen Jenkins, nennen GitLab Jobs, was auch immer. Und baut da jetzt ganz in eure Artefakte und ladet die dann rein in eure Layer. Vielleicht habt ihr aber noch das Problem, irgendwie gibt es ja noch so Repository-Checkout, was da alles so passiert. Und so einen Bilder zu bauen, das kostet Ressourcen. Also überlegen sich Leute, wie machen sie das effizient? Ah, man kann ja diese Runner, die da irgendwie mein Repository auschecken und sich, vielleicht sind das diese Repositories ja auch nicht public, sondern private, also muss man es gegen die noch authentifizieren und automatisieren das ein bisschen. Und man kann die ja ein bisschen recyceln. Ja, ist eine gute Idee. Es fängt an, weh zu tun, wenn hier ist mein lustiger Build-Server und dieser Build-Server hat seine Worker und die stehen hier alle hier und die laufen los und die cachen sich mal, was sie vom vorliegenden Lauf haben. Und da hat eine andere Applikation gebaut. Ja, und diese Dateien werden dann irgendwie, weil die Regex schlecht passen und weiß der Geier was, liegen die plötzlich mit auf diesem Image drauf. Und dann habe ich plötzlich den Effekt, ich habe meinen Runner, der hier ist, der noch zu meinem Projekt überhaupt nicht zugehörige Sachen hat. Und die liegen dann dummerweise auf irgendwelchen obskuren Umwegen mit in meinem Image. Jetzt ist mein Image vielleicht irgendwelche Dinge, das vielleicht Dinge ins Netz boostert, Daten bereitstellt, weiß der Geier. Und siehe da, plötzlich haben wir von einem komplett anderen Projekt irgendwelche Artefakte mit ausgeliefert. Hat mit meinem Projekt selber nichts zu tun, bin ich zu oft drüber gestolpert. Guckt mal, was eure Worker da tun und wenn nicht, putzt mal, bevor ihr anfangt zu bauen. So, im Image. Im Image, wir haben so eine Dinge wie, hey, ein Pip install, das ist ein Ubuntu-basierendes oder ein Debian-basierendes Package. Lass uns doch mal kurz noch irgendeine Software drin installieren. Warum das so rum? Warum? Und dabei entstehen dann lustige Caches. Und seht mal zu, dass ihr die Caches wegkriegt, dass ihr die Caches putzt und dass ihr das dann vielleicht auch möglichst in einem Step macht, weil so eine klassische Paketverwaltung ganz, ganz, ganz viele Cache-Dinge nebenbei tut, die einfach wieder euer Image aufbläht und das hat für die Anwendung, die ihr machen wollt, genau gar nichts zu tun. Und diese Caches sind wichtig, wenn ihr das öfters ausführt. Aber in eurem Image wird das bitte nie wieder ausgeführt. Also, da geht einiges ein bisschen schlanker. Ja, genau. Den Squash hatten wir jetzt gerade schon mal. Unter Docker ist er noch mit experimentell gelabelt. Podman hat auch noch dieses wunderbar schöne Squash-All-Feature. Ja gut, aber jetzt nehme ich ja nicht Podman und so jedes Mal und möchte es ja irgendwie auch ein bisschen automatisieren und will ja auch gerne so ein automatisiertes Feedback bekommen, von wegen so, hey, übrigens, da laufen Dinge nicht ganz so cool. Und hey, du hast da einen Docker-File und dir ist klar, dass du das gerade als Root-Nutzer standardmäßig laufen lässt. Die Demo-Beispiele eben, wir haben alle aufgepasst. Es gab niemals einen User, das lief immer mit den Rechten, die mir die Container Engine gerade eingeräumt hat, war ein Podman, also mit meinen lokalen Nutzerrechten. Ja, wir können zum einen mal mit dem Slim Toolkit, ich mag es ganz gerne, können wir einmal Dinge linten. Und das Schöne ist natürlich, wir können das Ding einmal statisch machen, da fallen uns dann so eine Sachen raus. Und das andere ist aber auch, das kann auch dynamisch. Und jetzt
haben sie das eine wunderbar schöne Seite gebaut, wo sie zeigen, wie das jetzt eigentlich da tut. Und genau, darüber wollte ich auch einmal durchsetzen. Im Wesentlichen, ich habe gerade Potman-Bild genommen. Du nimmst den Slim als Bild, du setzt dein Target, also nimmt die gleiche Konnotation wie sonst auch. Nimmt irgendwie mein Vornefeld da mein Image rein. Dann setzt es eine ganze Menge Telemetrie hintran, viel Observability-Zeug und fängt dann mit der Sache an zu sagen, okay, cool, jetzt kriegt der Container, also Just Add Coffee, na gut, in dem Fall halt Arbeitsspeicher, RAM und ein bisschen Umgebungsvariablen. Und jetzt bewerfen wir das Ding einfach mal. Kann man noch ein bisschen feintunen, ist noch ein bisschen was möglich. Und dabei fallen dann so eine Dinge bei raus wie, ja, übrigens, du hast da irgendwie ein Zertifikat drin gehabt und warum zur Hölle hast du das Zertifikat eigentlich in das Image gepackt, aber vor allen Dingen, dein Zertifikat ist abgelaufen oder dein Zertifikat hat irgendwie noch so einen Standard, den du eigentlich nicht mehr haben willst. Oder warum zur Hölle hast du eigentlich auf deinem Image eine vollwertige Shell laufen, weil du willst doch eigentlich nur dieses eine Binary da laufen lassen. Brauchst du keine volle Shell. Macht dabei eine ganze Menge Dinge, die man so da gerne mag. So, es guckt mal so, auf welche Dateien wurden eigentlich zugegriffen. Habe ich vielleicht Dateien reinkopiert, die ich gar nicht brauche? Klassiker, ich habe da zu viel reinkopiert in mein Image. Dann kann ich überlegen, so, ah, okay, der Test hat es einfach nicht abgedeckt, alles cool. Oder, oh, nee, Mist, die Datei wollte ich ja wirklich nicht da drin haben. Ja, meine Docker-Ignore kann wieder ein Update bekommen. Dann so eine Frage, was für eine Syscalls macht das Ding? Und natürlich, was da dann noch so untenrum dranhängt. Genau, und dann bietet es mir auch gleich an, hey, bau mir daraus doch gleich ein angepasstes Image. Und, wofür ich es gerne mag, wer hat schon mal versucht, ein AppAmor-Profil zu schreiben? Wer ist daran gescheitert? Weil so ein AppAmor-Profil und ist cool, ist der richtige Weg. Leute, macht das, aber es ist super nervig und man tut sich so doll weh dabei. Ja, die Doku ist gar nicht mal so schlecht, aber es ist halt am Endeffekt, es hat eine Komplexität. Und alle Tools, die mir da helfen, Dinge vorzugenerieren, habe ich gerne. Slim bietet mir genau das an. Funktioniert tatsächlich ganz gut. Und damit sind wir nämlich auch schon so ganz diskret reingeswitcht in den Bereich. Ja, wir haben ja Scanner. Und Slim ist jetzt mehr so, wie mache ich meine Images klein? Ja gut. Dann haben wir aber noch das andere Problem mit, ich baue da was rein. Ich lade vielleicht auch mein Image, vielleicht baue ich basierend auf Images, die andere Leute gebaut haben. Und da haben wir einfach immer mal relativ schnell irgendwelche lustigen Sicherheitsspezialitäten, die wir vielleicht nicht unbedingt haben wollen. Wir haben so eine Dinge wie, hey, unser Betriebssystem oder unser Nginx hat eine bekannte Macke. Es gibt dafür CVEs. Wir haben da irgendwelche Secrets reingeworfen. Oder, was vielleicht auch manchmal relevant ist, wir nutzen dabei irgendwelche Lizenzschlüssel, gerade wenn wir was von wem anders nehmen. Exposen wir die ein bisschen weiter, als wir eigentlich wollen. Prisma Cloud, Twifi, gibt ganz, ganz viele. Twifi von Aqua Security hat einfach den Vorteil, das Repository ist public, du kannst das Ding selbst bauen. Es ist, glaube ich, auf dem Docker Hub, ist es, glaube ich, auch mit drauf. Und das ist im Wesentlichen einfach so ein kleiner Baustein meiner Pipeline, der mir, natürlich erspart er mir nicht, dass ich muss immer weiter noch mitdenken, aber es fängt mir so ein paar Standardfehler ab, die gerne mal passieren oder auch, und damit sind wir wieder beim Thema Pipeline, cool, letzte Woche war mein Image alles cool. Jetzt kommt aber leider, da gibt es einen neuen CVE, gibt es eine Schwachstelle oder gibt es eine neue Version. Ich sollte vielleicht auf die updaten. Wer guckt jedes Mal in seine ganzen Abhängigkeiten? Nicht viele. In Bildumgebung gibt es das tatsächlich ganz viel. Das ist so kleine Add-ons in meine Make-Umgebung. Im Java-Umfeld ist das sehr gängig. Die dann gucken, oh, mein Dependency-Checker. Und wovon hängt das ab? Und das habe ich beim Node.js, habe ich beim Java, habe ich beim Go. Und ja, das Ganze kann ich natürlich hier auch mal spielen. Und das Tooling dafür lohnt sich da durchaus mal anzugucken, wenn ich meine Pipeline habe. Und dann läuft die vielleicht automatisch alle einmal am Tag durch. Und dann bekomme ich zumindest am nächsten Tag, hey, übrigens, du willst dir dein altes Package, ja, du arbeitest da gerade nicht dran, aber das hat da eine CVE potenziell. Guck mal drauf, schau mal, ob es für dich relevant ist. Vielleicht willst du ja gerade mal updaten. Ist eine nette Erinnerung, weil wenn ich an einem Projekt bin, das habe ich im Blick.
Ich habe aber nicht mehr im Blick, was ich vor einem Vierteljahr gemacht habe. Das ist sehr nett, wenn dann so eine Pipeline plötzlich rot wird und sagt so, hey, du, mach mal Update. Ich habe da so eine komisch veraltete Abhängigkeit. Was ich denn damit mache, ist meine Verantwortung. Aber zumindest es mitbekommen, finde ich schon ganz nett. Ja, boah, es ist aber eine ganze Menge. Hier, ich wollte doch nur mal schnell, einfach schnell das bauen und den Container, damit ihr es da drüben auch betreiben könnt. Ja, ist leider so. Infrastruktur geht nicht ohne. Und wenn man sagt so, ja gut, okay, schön, aber ach nee, zu viel Aufwand. Vielleicht arbeitet ihr irgendwie in einem Unternehmen, die auch so eine Dinge tun. Und dann gibt es dann irgendwie so eine Priorisierung und so, was soll denn schief gehen? Nutzt doch eh keiner. Es gibt, auf der Easter Hack haben Menschen einen sehr, sehr tollen Vortrag Docker Bug Bounty Erlebnisse gebracht, wo sie im Wesentlichen eins gemacht haben. Sie haben die Public Repositories genommen. Oh, ich glaube, sie sind nur auf Docker Hub, sind sie, glaube ich, sogar nur durchgegangen und haben einfach mal die Images sich gezogen und einfach mal noch so Sachen geguckt wie, hey, was ist eigentlich, liegen da irgendwelche Credentials für irgendeinen Cloud-Provider drin? Liegen da irgendwelche Passwortdateien drin? SSH-Keys? Und dann haben die es irgendwie gar nicht so lange laufen lassen und haben damit eine sehr lustige Anzahl an Bug-Bounties mit einsammeln können. Und zu den Bug-Bounties kommt ein entsprechend großer Teil, wo es keine Bug-Bounty gab, sondern ja, Videos verlinkt, Folien landen auch gleich noch online. Könnt ihr also dann selber angucken oder guckt einfach nach Easter Hack unter dem Titel, habt das auch. Also ja, es tut weh, wenn man es nicht macht. Deshalb, ja, ist nicht schön, aber putzt eure Pipeline. Und damit würde ich sagen, danke für die Aufmerksamkeit und Fragen, Fehlerkorrekturen, her damit.